So, ihr Lieben, heute mal vom Fahrrad. Ich bin auf dem Weg zum Stall. Da kommt nämlich gleich unser Tierarzt. Karamia ist jetzt heute 17 Tage nach Eisprung. Und ja, dann wird eben die Trächtigkeit untersucht, also ob sie tragend ist, ob sie aufgenommen hat. Und ja, da ich jetzt wegen dem langen Wochenende mir heute freigenommen habe, nutze ich die Zeit und fahre mit dem Fahrrad zum Stall. Bin schon ein Stück hier unterwegs. Insgesamt brauche ich so 40 Minuten, aber es ist halt mega schönes Wetter, es ist nicht zu warm, es ist richtig schön. So, ein paar Kilometer weiter, ich fahre jetzt an der Bäckerei vorbei und hole mir Frühstück, dazu bin ich bislang nämlich noch nicht gekommen. Oh Mann, du blässert sich richtig doll. Den Schweif geschubbert. Ach Mann, sie hat das so doll gejuckt. Hi. Na? Hallo, hallo. Hallo. Ein Nickerchen? Hm. Aber ansonsten sieht sie eigentlich gut aus. Also sie hat hier an der Mähne jetzt nichts kraus. Sie ist unten am Bauch gut. Und das, obwohl sie noch keine Decke wieder auf hat. Nein, du bläst. Möchtest du noch ein Leckerchen? Okay, eins noch. Hallo. Na? Du bläst, du hattest gerade schon zwei. Du hattest schon zwei. Hm? Nee, ich kratze jetzt nicht dein Popo. Hey, Fuzzi, willst du mal mit reinkommen? Hm? Ja, so richtig gut findet sie es nicht. Fuzzi Bert. Sie wurde jetzt vor 18 Tagen besamt. Vor 17 Tagen war der Eisprung. Und zwischen dem 15. und 18. Tag ja, kann man dann eben sehen, ob sie aufgenommen hat und sich da ja, was bildet. Also drückt uns die Daumen, mal schauen, was der Tierarzt gleich sagt. Jetzt auf den Tierarzt. Ich habe sie schon reingeholt und geputzt. Und uns ist beiden ein bisschen langweilig. Oh, hübsch siehst du aus, Fuzzi. Oh nee, nicht jetzt wieder umdrehen. Karamia. Toll, Fuzzi. Geh wieder rum. So, ich habe Karamia jetzt wieder auf der Wiese. Und schau, Fuzzi. Ihr seht mein Grinsen. Sie ist tragend. Mega cool. Ich freue mich mega. Und jetzt meint auch, das ist schon mal ein Grund, um sich zu freuen. Also klar, es kann immer noch irgendwas passieren und irgendwie nicht klappen oder so. Aber es ist einfach bislang so chillig und einfach abgelaufen. Wir haben sie einmal besamt. Und es war einfach direkt perfekt und jetzt ist sie einfach tragend, das dicke Tier. Wir haben jetzt heute den 17. Tag und werden dann nächste Woche nochmal Ultraschall machen. So ab dem 21., 22. Tag kann man den Herzschlag sehen und dann am 35. Tag wird auch nochmal Ultraschall gemacht und dann wahrscheinlich nicht mehr. Also man kann wohl noch öfter Ultraschall machen, einfach um nochmal zu sehen, ob das Fohlen noch da ist oder so. Aber eigentlich macht man wohl am 35. Tag letzten Ultraschall, je nachdem wie eben Karamia sich auch verhält. Ne? Wenn halt irgendwann mal sie irgendwie komisch ist oder so, dann kann man auch nochmal zur Sicherheit nochmal einen machen. Aber erstmal ist jetzt der nächste Termin nächste Woche. Und ich habe auch den Tierarzt gefragt, ich gehe mal wieder zu Karamia hin hier. Ich habe auch den Tierarzt gefragt, ich muss jetzt eigentlich nichts machen, außer mich freuen. Also ich habe gefragt, ob ich irgendwas jetzt machen soll, keine Ahnung, irgendwas füttern, irgendwie mehr bewegen, weniger bewegen, keine Ahnung. Und er meinte, nee, ich soll mich einfach freuen und alles ansonsten machen wie bisher. Nur Fuzzi. Ah, und es wurde auch geguckt, dass wir nur eine Frucht haben. Also man will ja bei Pferden keine Zwillinge, weil das, naja,
vielen Fällen leider tödlich für alle drei Beteiligten ausgeht und das einfach sehr, sehr risikoreich ist. Deshalb wird dann eben auch beim Ultraschall geguckt, ob eben ein oder zwei Früchte da sind und es ist nur eine Frucht da. Das heißt, es ist keine Zwillingsgeburt, keine Zwillingsfestigkeit, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, ich lasse meine Pferdchen, du bläst das Schwert hier auch die ganze Zeit rum, jetzt erstmal in Ruhe hier auf der Wiese stehen. Und ja, werde jetzt mal die Boxen machen und dann gleich wieder mit dem Fahrrad weiterfahren. Der Fuzzi, schöner Tag heute. Aber vielleicht schmier ich Noblesse noch zwischendurch mit Anti-Juck-Zeug ein, weil sie ja schon, habe ich am Anfang glaube ich schon mal gezeigt, ne, den Schweif schon doll geschubbert hat. Aber jetzt mal gehe ich erstmal Boxen machen. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Yeah, give me a sign. So, ich bin wieder auf dem Fahrrad unterwegs, weil gerade durch den ja richtig schönen Wald. Und zwar fahre ich jetzt zu Dana und werde mich da mit ihrem Hundi beschäftigen, mit der kleinen süßen Myla. Weil, naja, ich den Hund gerne mag. Wir selber können leider ja auf jeden Fall aktuell keinen Hund haben, weil wir da einfach die Zeit nicht für haben. Aber ich darf immer mal wieder die kleine Myla ausleihen und freue mich mega drauf, gleich mit ihr ein bisschen spazieren zu gehen und zu spielen. Ich bin mittlerweile bei Myla angekommen. Da läuft sie. Und wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Und was ich richtig cool finde, ist das kleine Bringsel, was wir haben. Und zwar, ich zeig's mal einmal. Kann man das? Warte, Myla. Das ist halt so ganz klein. Und das habe ich mir jetzt hier einfach nur in diese Gürtelschlaufe reingepackt und kann das so mitnehmen. Das passt auch mega gut in die Jackentasche oder so und ist einfach mega praktisch. Und es ist trotzdem groß genug, damit, dass Myla damit spielt. Richtig gut. Hast du coolen Stock gekriegt? Cool! Myla! Kommst du her? Myla! Hallo! Na, okay. Okay, ciao. Okay, ciao. Myla! Myla! Hast du gut Stock oder was? Myla! Oh! Super! Cool! Klasse! Myla! Gib her! Aus! Aus! Ja, super. Cool. Okay, Myla. Aus. Fein. So. So. Hast nicht gecheckt? Myla. Wo ist das Blau? Blau. So. Ja. Super, Myla. Hast nicht aufgepasst, wa? Every day we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it. Na, was kommt jetzt, Schnucki? Kein Bock mehr. Okay. Soll ich wieder werfen? Ah, lieber ein Stock. Okay, ich weiß, das ist hier eigentlich ein Pferdekanal. Aber ich liebe Hunde einfach. Ich habe ja selber keinen, aber Myla ist einfach so, so cool. Und
Ich habe auch die Sachen, die ich hier benutze, haben auch was mit einer Pferdefieber zu tun. Nämlich macht Sprenger nicht nur Gebisse, Steigbügel und Sporen, sondern auch alles Mögliche für einen Hundesport. Und Myla ist bestens ausgestattet. Myla ist nämlich Model bei Sprenger. Und hier die lange Leine, ich drehe mal einmal um. Die lange Leine, mit der ich Myla hier die ganze Zeit im Wald habe, ist eben auch von Sprenger. Und ich finde das so praktisch. Oh, da hat mich gerade, glaube ich, eine Mücke gepiekst. Und zwar ist die Leine, ich weiß gar nicht, 10 Meter lang oder so. Und es ist einfach so chillig, weil ich damit mit Myla hier spielen kann, aber sie halt trotzdem an der Leine habe. Also ich kann einen Stock werfen, ich kann Spielzeug werfen, sie kann hier rumtollen, sie kann überall schnüffeln. Aber ich muss sie halt dafür nicht... Oh, jetzt hängt sie fest. Okay. Ich muss sie dafür nicht von alleine lassen. Und das ist halt mega, mega gut. Also es ist so eine Suchleine, Schleppleine. Und ja, das hier so eine grelle, reflektierende Farbe. Also da ist auch hier da diese grauen Streifen, die da sind. Sie reflektieren eben auch und ansonsten ist es halt, ja, sie ist gelb. Myla hat dazu das passende Geschirr. Myla, willst du dich mal zeigen? Sie ist leider gerade groß beschäftigt, aber ihr seht, sie trägt das passende Geschirr. Und ich finde die Sachen einfach mega, mega cool. Myla, hast du noch einen Stock gefunden? Der ist aber klein. Myla, komm! Myla, komm hier. Komm, wir spielen weiter. So, ich werde mich jetzt weiter um den armen Hund kümmern, weil ich sie jetzt gerade die ganze Zeit ignoriert habe hier. Und dann melde ich mich später nochmal. Oh, hey Myla, wo hast du den Stock gelassen? Das Problem ist, dass hier so viele Stöcke sind, dass sie sich überhaupt nicht entscheiden kann, welchen sie mitnehmen möchte. Myla, hm? Sie ist einfach, sie nimmt immer einen, nimmt ihn dann so für 10 Meter mit und dann nimmt sie den nächsten Stock. So, ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis bald.